Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um ein Frontgewichte-Pack mit den verschiedensten Herstellern, die man hier so hat. Passend auch für jeweilige Traktoren von verschiedenen Gewichtsklassen. Vorab, ihr müsst natürlich immer den Mod laden, aktivieren und auf die Karte bringen, ne? Und da haben wir schon das gute Stück, das ist ein Gewichte-Pack. Von Frontgewichten von 2,5 Tonnen bis 1,8 Tonnen und 1,2 Tonnen. Wir haben hier zum Beispiel 2,5 Tonnen, 1,8 Tonnen, also 1800 Kilo und 1200 Kilo. Mit verschiedenen Herstellern wählbar. Ja, wir fangen mal mit dem kleinen bzw. mit dem großen an. Aktuell hier Lizard Gewicht 2500, wiegt 2,5 Tonnen und kostet 2500 Euro. Hier könnt ihr in der Konfiguration wählen Aufkleber, John Deere 2, Deutzer, Case, Challenger, Glas, Fendt, Fiat, JCB, Kubota, Landini, Lindner, Marcel Ferguson, McCormick, New Holland, Stara, Steyr, Valtra und Zetor. Und wieder John Deere. Wählbar das Design einfach Standard mit Leitstäben 2 Stück oder ohne. Dann haben wir Designwahl 2, wählbar mit Beleuchtung. Beleuchtung 1 mit vorne 2 Strahlern im Prinzip. Beleuchtung 2 mit 2 Strahlern auf der Seite, also im Prinzip so eine Art Umgebungsbeleuchtung. Oder halt Beleuchtung 3 mit Frontstrahlern oder halt mit den Seitenmarkierungsleuchten. Genau. Wählbar auch hier in der Farbe, verschiedene Farbwahl. Und hier könnt ihr euch auf jeden Fall sehr austoben mit. Wie zum Beispiel hier in Weiß geht auch. Oder in Kubota Orange. Von Kubota Orange geht es auch in Matt JCB. Oder halt auch in Blau. Ne? Natürlich. Oder auch in Pöttinger Rot. Oder halt in Chrom verschiedene, ne? John Deere Chrom oder Marcel Ferguson Chrom, ne? Geht da natürlich auch. So, das ist jetzt das große Gewicht. Dann kommt das mittelgroße Gewicht, das 1800 Kilo Gewicht, wiegt 1,8 Tonnen, kostet 1800 Euro. Hier könnt ihr natürlich auch die Aufkleber wählen: John Deere 2, Deutz, Case, Challenger, Class, Fendt, Fiat, JCB, Kubota, Landini, Lindner, Marcel Ferguson, McCormick, New Holland, Stara, Steyr, Valtra, Zetor und John Deere. Wählbar auch hier Design 1 mit den Leitstäben oder ohne. Design 2 auch wählbar hier mit Beleuchtung. Mit Beleuchtung 1 für vorne, Beleuchtung 2 für die Seite nur oder Beleuchtung 3 für vorne und Seite. Und hier könnt ihr natürlich auch die Farbwahl ändern. Auch hier in verschiedensten Farben, in hellgrau, in schwarz, dann in silbermatt oder in grün, in blau geht natürlich auch. Wie gesagt, da könnt ihr euch frei austoben von der Farbwahl her. Und dann kommen wir noch zu dem kleinen Gewicht. Da haben wir natürlich auch wieder John Deere hier stehen. John Deere 2. Deutzer, Case, Challenger, Class, Fendt, Fiat, JCB, Kubota, Landini, Lindner, Marcel Ferguson, McCormick, New Holland, Stara, Steyr, Valtra, Zetor und John Deere. Wählbar auch hier mit Leitstäben oder ohne. Und hier auch wählbar mit Beleuchtung Standard oder halt Beleuchtung 1 mit vorne die Beleuchtung. Designmarkierungsleuchten mit Beleuchtung 2 und Beleuchtung 3 mit vorne und Seite. Wählbar natürlich hier auch farblich wählbar hier in allen Farben in Case Rot. Deutzfahrgrün, in
wie Holland Blau Matt. Oder halt in allen anderen Farben, ne, Grau, Schwarz, wie ihr das möchtet. Kostenpunkt dann mit Farbwahl und Co. 1400 Euro, beziehungsweise dann je nachdem 200 bis 300 Euro mehr. Genau. Hier haben wir mal zum Beispiel jetzt mal alle Sachen hingestellt von mit der Marke halt John Deere, Fendt, Class und Co. Ne? Habe ich mir hier ein paar Fischen hingestellt. Einmal nur das Gewicht selber, ne? Dann mit Beleuchtung, in Schwarz zum Beispiel, die kleineren, ne? Und da wollen wir das Ganze mal ausprobieren. Hier haben wir jetzt mal hier einen Traktor hingestellt und fahren jetzt einfach mal an das eine Gewicht hier dran und gucken, was das Ganze so kann. Einmal hinfahren, dann X drücken, ne, fürs Ankuppeln. Dann haben wir das natürlich hier da. Haben wir natürlich keine Tastenbelegung am Start. Können Sie mal senken und heben. Ne? Und haben wir natürlich hier wählbar das Licht. Einmal die Seitenmarkierungsleuchte. Ne? Und vorne natürlich auch. Geht natürlich auch. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Blinker haben wir hier zwar nicht, haben wir nur die Seitenmarkierungsleuchten und die Leuchten vorne. Wenn wir dann absenken. Jetzt können wir zu dem kleineren fahren. Im Prinzip mal hier das, ne? Das in Schwarz zum Beispiel für Case, als Beispiel, nur als Beispiel, ne? Mit den Leitstäben vorne. Das sieht man natürlich auch interessant aus, ne? Und, oh, hier sieht aus, als wäre hier so eine Klappe, aber die kann man irgendwie nicht öffnen. Aber macht ja nichts. Senken haben wir natürlich hier L1 und Kreis, senken und heben. Ne? Haben wir natürlich auch Seitenmarkierungsleuchten hier. So sehen die hinten aus in Rot, ist ja klar, vorne halt weiß und hinten rot. Ne? Und vorne die Strahler sind auch aktivierbar. Dann haben wir natürlich nach vorne auch Licht. Auch schön gemacht auf jeden Fall. Wie gesagt, für die verschiedenen Hersteller oder verschiedene Marke, ne, da hat ja jemand und da haben die Leute ja immer andere Interessen, ne. Und jetzt haben wir hier noch das kleine Gewicht, wie zum Beispiel Valtra draufgeschrieben, ne. Haben wir auch hier wählbar Seitenmarkierungsleuchten vorne und die Strahler auch vorne wählbar. Abschätzen geht natürlich auch, ne? Mit Leitstäben auch da, ne, damit man das sieht. Ist auf jeden Fall auch schön gemacht und hat schon was. Wie gesagt, für die verschiedenen Marken, ne, für Glas oder Fendt oder halt John Deere, ne, für Case und Co. halt, wie gesagt, die Geschmäcker sind da total verschieden. Ne? Und ja, gutes Gewichtepack mit Beleuchtung hat schon was. Ne? Ist auch wieder ein interessanter Mod. Das war es aber wieder leider hier von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ihr denn noch neu auf dem Kanal seid, könnt ihr den Kanal natürlich kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Wir sind aber auch gern auch auf Twitch unterwegs, fast jeden Tag live. Der Link steht unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr da noch Fragen habt, Anmerkungen oder gerne mehr, könnt ihr es entweder in die Kommentarfunktion reinschreiben oder ihr besucht uns gern auf unserem Discord. Da könnt ihr auch Fragen stellen oder halt euch zum Mitspielen bewerben. Wie ihr das haben möchtet. Genau, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wünsche euch noch, wie gesagt, einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.